Ehrlich gesagt bot Steffi Grafs neues Outfit vergangene Nacht in New York mehr Gesprächsstoff als das Match gegen Amanda Kutzer. Die Gräfin erstmals im Kleid, das war eine Weltpremiere. Die Gräfin mit überlegenem Tennisspiel, das war dagegen alles andere als neu. Obwohl, noch vor 3 Monaten in Toronto musste Steffi gegen Kutzer eine empfindliche Niederlage einstecken. Aber inzwischen hat die Nummer 1 der Welt zurück zur Bestform gefunden. Einfach nie hatte man das Gefühl, Steffi könne die Kontrolle über dieses Match verlieren. Sie hat jetzt mehr Spielpraxis und ist auch selbstsicherer als beim letzten Jahr, so Steffis Gegnerin. 2-mal pro Satz nahm die Deutsche der Südafrikanerin den Aufschlag ab. Ihren eigenen Service dagegen brachte sie sicher und sehr genau. Nicht, dass Kutzer schlecht gespielt hätte, aber Steffi hatte ihre Gegnerin dennoch stets im Griff. Sie kommt einfach mit diesem schnellen Boden hier im Madison Square Garden bestens zurecht. Denn auf dem Belag ist sicherlich mein Aufschlag einiges wirksamer. Und ich kann da mit dem Aufschlag, wie gesagt, etwas einfacher Punkte bekommen. Und auf der anderen Seite glaube ich, weil sie wusste, dass der Belag mir besser liegt, hat sie mehr Chancen genommen und hat versucht, glaube ich, teilweise zu viel aus den Bällen zu machen, hat nicht so viel Geduld gehabt wie vielleicht in den letzten Spielen. Die 26-Jährige ist in dieser Form die Top-Favoritin für den Masters-Sieg. Schon jetzt spricht sie vom sportlich besten Jahr ihrer Karriere, besser noch als das Grand-Slam-Jahr 1988. Und überhaupt war es sicherlich kein einfaches Jahr. Und unter diesen ganzen Umständen, glaube ich, kann ich sagen, dass ich einfach das beste Jahr gehabt habe bisher. Nach exakt 1 Stunde 6 Minuten war Steffis Auftakt in New York beendet. 6-2 und 6-2. Nächste Gegnerin ist Mary Jo Fernandez.